Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute haben wir mit den UEFA Champions League Stickern 2012-2013 eine Draft Challenge. Und zwar werde ich jedes Stickertürchen öffnen, dort einen Spieler auswählen und am Ende haben wir eine Aufstellung. Das ist mit den alten Retro-Serien finde ich immer richtig nice. Das habe ich ja zuletzt auch mit der Euro 2012 Serie gemacht, also die Karten natürlich. Und ich finde das sowas einfach nice, alte Serien, so Draft, da klar ist das auch mit neuen Keil und wird auch mit neuen kommen, aber ich finde das einfach nice. Vielleicht kommt dann bald auch noch ein Display oder ein paar Unboxing von der 2013-14er Serie. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das mir noch kaufen möchte, weil jetzt ja auch die neuen Karten rauskommen und ich lieber die dann präsentieren möchte und auch dafür lieber spare. Also wie gesagt, diesmal kein Würfel-Draft-Challenge, sondern einfach nur eine Draft-Challenge. Also man nimmt sich aus jedem Stickertütchen einen Sticker, wie gesagt, und lasst mich mal ganz kurz den Müll immer noch ein bisschen ranholen. So, und nimmt dann halt immer einen Sticker davon raus. Als erstes haben wir Duje Kup von Zagreb. Dann haben wir Mats Hummels, ist auf jeden Fall stark. Javier Martinez, könnte man auch mitnehmen. André Santos von Arsenal, ist mir näher kein Begriff, obwohl ich ein Arsenal-Fan bin. Und Christian Eriksen. Dann würde ich Martinez lieber weglegen und es ist halt wichtiger, eigentlich Verteidiger zu nehmen, deswegen nehmen wir Mats Hummels mit. Hier darf ich am Ende auch nicht austauschen, ich darf mir ja die Sticker sowieso austauschen, ist da keine Blind oder Würfel auf Change, wie gesagt. Ja, so halt. Dann haben wir Victor Wanyama, Ruben Amorim, Martin De Michelis in seinem letzten Jahr als aktiver Spieler. Dann Dimitri Likajovic und Alvaro Abelua. Und das ist unsere Rettung. Der ist nämlich Rechtsverteidiger damals bei Real Madrid gewesen. Zu sagen, heutzutage ist es der moderne. Oder damals ist es der. Nein, heute ist es Carvajal und damals war es Abelua. Ja, das heißt, Verteidigung ist schon mal relativ gut. Das ist ja immer so die Schlüsselpositionen oder es fehlen immer am Ende noch die ganzen Spieler. Aber wir haben ja noch einiges an Stickertypen hier vor uns liegen. Haben wir Emilio Isaguirre, Ivan Perisic, wirklich halte ich viel von bei Bayern momentan. Dann Paul Scholes, na gut, müssen wir mitnehmen eigentlich. Theo Walcott und Sascha Iokovenko. Ja, wir müssen eigentlich Scholes mitnehmen als Achter, weil der ist ja kein Sechser und kein Zehner, aber ein Achter. Obwohl Perisic könnte man über links, Walcott über rechts. Nee, wir nehmen einfach mal Scholes. Ich denke, wir werden im 4-3-3 spielen oder im 4-2-2-2, also mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, zwei offensiven und zwei Stürmern. Je nachdem, auf jeden Fall werden wir mit einer Viererkette spielen. Dann haben wir Ivo Pinto, Malafeev, Camacho, Yaya Touré und Andrea Pirlo. Jetzt ist die Frage, wer ist der bessere, Touré oder Pirlo? Beides Mittelfeldspieler und beide eher so defensiv orientiert. Scholes ist eher langsam und Touré schnell, deswegen nichts gegen Andrea Pirlo, aber wir nehmen den Touré mit. Und ich habe mich entschieden, wir spielen mit einem 4-2-2-2, das heißt, das sind unsere beiden Sechser. Und jetzt kommen bald als nächstes kommen die beiden Achter. Ja, noch zwei Stürmer, also wir brauchen noch einen Innenverteidiger, zwei ZOMs, zwei Stürmer, einen Linksverteidiger und einen Torwart. Ja, der Torwart ist am Ende wichtig. Haben wir Rada, dann Felipe Melo als Keyplayer-Sticker, hilft uns nicht wirklich weiter, Ari, Andres Iniesta und Cuatro Ajamor. Jetzt haben wir es, den Salat. Jetzt müssen wir den Iniesta auf der 10. Nee, die 10 ist es doch gar nicht, oder? Doch, es ist die 10. Müssen wir Andres Iniesta auf der 10 spielen lassen. Ich kann ja mal ein bisschen ranzoomen, sehe ich hier gerade. Das ist ja sonst ein bisschen schlecht für euch zu erkennen. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob ich das lieber Scholes oder Iniesta spielen lassen soll. Ich glaube aber Iniesta ist schon besser. Dann haben wir Adam Matthews, RL9, Robert Lewandowski. Vielleicht lasse ich gleich auch gegen Daniele Brunena, Christian Fuchs und Ika. Gut, das war's dann mit Lewandowski. Damals war halt Casillas im Echtsein noch besser. So, müssen wir es lassen.
Und außerdem, Torwart ist wichtig. Das ist auch einer der besten damals natürlich gewesen mit Real Madrid. Dann haben wir Josip Simonic, Tino Costa, Rafael Carrizao, Joel Matip und das Wembley Final Poster. Das ist jetzt ein schwaches Pack. Da müssen wir Joel Matip als zweiten Innenverteidiger neben Mats Hummels mitnehmen. Das ist sozusagen eine Pott-Verteidigung. Also Ruhrpott-Verteidigung mit Schalke und Dortmund. So. Naja. Mir würde lieber sein, wenn wir nochmal ein paar offensive Stürmer bekommen. Momentan sieht das da echt mau aus. Außer Lewandowski, aber den dürfen wir ja leider nicht mehr reinholen. Dann haben wir das Arsenal-Logo. Fantini ist auf jeden Fall ein Stürmer. John Terry, jetzt kommt ein John Terry. Jarmolenko und Jovinko. Wir müssen Jovinko mitnehmen. John Terry natürlich Bombenverteidiger, 50 mal besser als Matip damals gewesen, aber ich kann ihn jetzt auch nicht als Linksverteidiger aufstellen. Und Pancini, ja, nehme ich lieber Sebastian Jovinko mit. Der könnte im Notfall auch auf der 10 spielen. Dort spielt er ja in Real Life eigentlich eher so. Eigentlich so Mittelsturm, aber wir lassen ihn erstmal so im rechten Sturm hier stehen. Dann haben wir Kayal, Entschuldigung Leute, der junge Bongi Stamboli mittlerweile bei Schalke, Luis Gustavo von Bayern, Jordi Alba und Biglia, und das ist ganz klar, Jordi Alba, gut, dass ich keinen John Terry mitgenommen habe, das ist nämlich unser Linksverteidiger in dieser Aufstellung. Es fehlt noch ein Achter und ein Stürmer, das heißt zwei Offensive. Also bisher, wie gesagt, eigentlich so eher Jovinko und Matip die Schwachpunkte, aber eigentlich auch nicht so ganz schwach. Dann haben wir Maxwell, Nelson Valdes, Dimitri Nasovic, dann Srina und Mikel Essien. Jetzt haben wir den Salat. Essien ist auch eher ein defensiver. Maxwell ist ein Linksverteidiger. Valdes ist zwar ein Stürmer, aber will ich nicht spielen lassen. Muss ich Essien. Obwohl, Leute, ich kann ja eigentlich tauschen, Leute, weil die Spiele habe ich ja ausgewählt. Dann machen wir es so. Also ist das relativ nice. Also so sieht das gut aus. Da spielt auf jeden Fall ein Skulls besser auf der 10 als, oder auf der 10 ist es ja, als Sien. Da haben wir Marco Marin, der würde auch perfekt hinpassen. Andreas Lautrup in seinen schon etwas älteren Jahren, damals schon mit. Oder ist das ein anderer Andreas Lautrup? Ich weiß es gar nicht. 30, der war dann 22, das muss ein anderer sein, glaube ich, weil, nee, das muss ein anderer sein. Dann haben wir Arjen Robben, super, Tutu De Melo und Kanu, und das ist ganz klar, Arjen Robben stellen wir nicht in den linken, sondern in den rechten Sturm, da er mit seiner, auf der rechten Seite immer mit seinem linken Fuß die Bälle schön reinzirkelt. So, und das ist unser Draft-Team aus der Champions League Sticker-Serie 2012-2013. Ich denke, wir haben bis auf vielleicht Jovinko und Matip, wie gesagt, gute Spieler getroffen. Scholes und Iniesta sind nicht vielleicht die besten Zehner. Die Aufstellung ist ziemlich defensiv, aber kann man ja machen. Das fand ich so ein gutes Draft. Bewertet das gerne in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und mich kostenlos abonnieren. Dies könnt ihr nämlich hier tun, wenn ihr hier raufklickt und dann dort auf Abonnieren klickt. Da könnt ihr hier kostenlos noch eine Playlist auschecken und hier ein Video. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssikowski.